Hey, Schuss, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Revelations 2. Das letzte Mal hat hier irgendwas den Lutscher gemacht und das wäre mir nicht gefallen. Zumal hier... Good God, what a mess. I'm gonna be sick. Ich kann es dir nicht mal verübeln, Kleines. Und ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Oh, da ist noch was. Noch mehr Erfahrung. Because I need that. Da ist ein... We could probably use this power source. Ah, lass mich ra... Okay, die Idee ist cool. Warte mal. Die Idee ist cool. Das ist eine coole Idee. I like it. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass mich jetzt irgendwas umbringen will. Oh, guck mal, wer weiter mutiert ist. Aua. Was? Hä? Habe ich jetzt das Spiel geglitscht? Hä? Hä? What? Sie, hä? Was war das denn jetzt? Das war merkwürdig. We could probably use this power source. Pack es doch richtig rauf, Barry. Mach es doch bitte direkt richtig. So. Na jetzt aber. Na jetzt aber. What the hell is that thing? Scheiße. Es geht auf jeden Fall gerade nicht auf mich, sondern auf die Flasche. You dead? Nö. You dead? No. You dead? Was zur... Ernsthaft? Gibt es auch irgendwas hier in diesem Spiel, was keinen Insta-Kill besitzt? Langsam wird's nämlich echt lame. Eieiei. Ja. Vor allem, was hält das Ding so viel aus? Ist das der Kollege hier, den wir, ne? Wenn ja, was macht der Ficker hier? Der kriegt gleich die volle Dröhnung. Warum schieße ich eigentlich nicht hier mit? Das Ding macht mehr Schaden. Brandflasche. Shit. Okay, er geht nur auf mich. Ich kann hier hoch. Sag mal! Ja, tot. Stacken wir die Tode. Dö, 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 dö. Gegen Viech, was absolut unnormal ist. Mm-mm.
Was zum Fick? Was soll ich dagegen tun? Das Ding hält viel zu viel aus. Also Python it is. Alles andere ist Zeitverschwendung. Ja, so ist nicht rum hier. So, zack. Wobei, ich versuch's nur mal mit der Köderflasche. Gib ihm dann eine Dröhnung Python. Oh, nee! What the hell is that? Na, geht doch! Klipsch dich weg! Alter, du bist absolut ekelhaft. Und jetzt sag mir nicht das Ding. This sucks. Das saugt Bälle. Ich kann da echt nicht runter. Das schreit doch nach Secret. Ach, na gut, dann nicht. Hat der Kackbatzen jetzt tatsächlich meinen... der die Tür kaputt macht? Oh, eine Arschgeige. Ja, richtig, rennen wir dem Vieh hinterher. Nee, du sollst darüber. Barry, please, do it. Ich weiß, du kannst es. Nein, du sollst darüber. Na gut, dann nicht. Sekunde, kann ich? Sind zu weit weg. Das Ding lebt noch. What the fuck? Hängt sie jetzt fest? Hier, friss Müll. Natürlich der Kopf. Ich bin immer das Auto. Na gut, dann geht er halt nicht hoch. Wäre ja nur praktisch gewesen. Hat mich das Ding schon entdeckt? Weil wenn nee, mach ich mir das zu nutzen. Du doppelköpfiger Fuck. Ja, richtig, komm hier runter. Gönn dir mal. Magst du woanders hingehen, damit ich dich backstabben kann? Ich brauch das. Nur mal so. Ich auch nicht mehr so viel von allem hab. Wäre echt koscher von dir. Ja, richtig. Und jetzt halt die Fresse, ja? Shut the fuck up! Ja, richtig. Spread your legs. Ist mir scheißegal. Throw my back out if I try to lug this thing all the way to the elevator. Stell dir mal nicht so an, Barry. Ah, so kommen wir hier hoch. Okay. Stell dich mal nicht so an. Pussy mal nicht so rum hier. Das wird noch witzig. Wenn dieser Ficker jetzt immer wieder kommt, das wird ein Spaß. Das wird eine helle Freude. Es hat ein ganzes Python-Magazin gebraucht, um das Ding zu erledigen. Das Gute jedoch im Grunde daran ist, ich kann mir jetzt in etwa ausmalen, ich bin nicht ganz doof, ich kletter hier einmal hoch, wenn ich ein ganzes Python-Magazin brauche, was war es jetzt, 8 Schuss? Ich glaube, 8 Schuss waren das. Ein Smaragd, yo. Wenn ich so viel Schuss brauche, dann kann ich mir in etwa ausmalen, wie viel ich mit der, mit meinem Sturmgewehr oder Pistole brauche. Ergo, einiges. So. So, das Ding fällt jetzt zurück. Gut. Hoffen wir, dass mal unser Freund nicht unbedingt direkt nachkommt. Das wäre jetzt nämlich nicht so cool. Ploppt das Ding jetzt hier? Ja, ploppt jetzt hier raus. Oh, und dann können wir die Leiter ja benutzen an sich. Oder wir machen erstmal das Tor auf. Das geht auch. Plonk! Sie hält immer noch hier ein Ziegel. Süß irgendwie.
Und sing. Und nochmal von hier, richtig? Come with me. Sorry. Stay there. I'm a little busy here. Ja gut, ist ja auch gut so. Okay. Ja, noch mehr Lärm kann das Ding nicht machen, oder? So, brauchen wir nicht mehr. Einmal hier hin. Ich brauche nämlich... Ich brauche mal hier hoch. Ich habe das nämlich nicht vergessen. Sehr schön. Das Gute ist, wir haben eine andere Munition dafür, um einiges mehr aktuell zu sparen. Hier ist auch noch was. Warum auch immer das hier ist. Hi. Soll ich dich da mal runterholen? Ich hätte nicht gedacht, dass das ein tatsächlich... Der Typ hat ein... fucking... SVD. Wow. Ja. Wenn ich ehrlich sein muss, ich habe eigentlich geraten. Dass der Typ noch ein Sturmgewehr mit sich hat, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Stimmt, warte mal. Ich muss mir echt angewöhnen, hier vorher immer auf den Kisten zu gucken. Ich bin ja nicht so, ich bin ja an sich schon nicht so der Denker, ne? Aber sowas darf ich hier nicht vergessen. Und da, ah, guck mal da. Guck mal, was der Schorschmann wieder gefunden hat. Sorry, dass du da jetzt... Ich weiß, du schwebst da gerade so schön drauf, aber ich muss das Ding nochmal woanders hinschleppen. Ich fühle mich gerade... Ich bin gerade ein bisschen stolz auf mich, dass ich darauf gekommen bin, auf alles. Dass ich hier aktuell nichts wirklich verpasse. So, habe ich da was? Ich habe hier mehrere Sachen übersehen. Aber das ist ja bei mir mittlerweile nichts Unneues mehr. Nee, nee. Alter, da kommt sie hoch. Sweetness. Sweetness, gracious, great balls of fire. Okay. Weiter im Text. Bingo. Barry? Was versuchst du da? Eine seltene... Yo! Jetzt nochmal ein Grund, nochmal zurückzugehen. Geh da jetzt runter, Barry. Weil ich ein ungutes Gefühl hier habe, aber ich gehe trotzdem nochmal zurück. Außerdem will ich wissen, ob diese Waffe stärker ist. Oder ob sie einfach nur... Schnell nachladen! 7,25. 5. Oh. Mit verminderter Feuerkraft. Oh, warte mal. Warte mal. Entfernen. Entfernen. Sekunde. 3,37. Aber dafür... um einiges geilere Kapazität. Weil das Ding ist Single Bolt. Und Single Bolt ist tödlich. Das habe ich mittlerweile schon gelernt. So schnelles Nachladen. Das Ding ist für Magnums only. Okay. Das war alles? Verbandszeug. Lieber einmal Verbandszeug. Und sonst haben wir nichts. Ich glaube, das Ding liegt auch ein bisschen ruhiger. Aber das kann absoluter Placebo-Effekt bei mir sein. Ich glaube, der größte Unterschied ist schlicht und ergreifend, das Ding ist automatisch. Und das ist der schönere Fakt, weil automatisch wird mir irgendwann das Leben retten. Bin ich mir ganz sicher. Ich habe
sagen wir es mal so. Resident Evil 4 hat mich, was hier diese Single Bolt Schüsse angeht, hat mich gelehrt, dass es tödlich ist. Das sind fehlende, tödliche Sekunden, die dir dann fehlen. You know. Ich mag es nicht, wenn das Spiel für mich speichert. Außerdem höre ich da drin Gegurgel. Leg das Ding mal kurz ab. Da ist noch eine Kiste. Wie habe ich die übersehen? Ist doch viel Sturmgewehrmunition, ey. What the fuck? Ist das Ding jetzt offen? Ach, guck mal. So, wahrscheinlich erstmal rein, wa? Ja, da drin wird wieder schön gegurgelt. Das ist, ich will eure Gurgelparty ja auch gar nicht stören. So ist das ja nicht, ne? Ich bin eigentlich jemand, der sich sagt so, oh ja, ich bin immer für einen guten Gurgler zu haben, ne? Aber, ja, ne? You know. Und was soll man wetten, dass dieses Fickvieh da wieder drin ist? Fuck. Dreh dich jetzt mal bitte nicht um. Das wäre super swell von dir. Gotcha! Bitch! Genug gegurgelt. Noch ein grünes Kraut. Krieg so viel von dem Zeug. So, nur um sicher zu sein. Schon mal aufschließen. Ah! Ach so. Oh, Leergut. Wieder 25 Cent aufs Konto. Brand oder Explosion? Nimm mal Brand. Habe ich zwei davon. Das dürfte unserem Gurgler-Freund nicht so gefallen. Vor allem, warum muss der Kerl einen Insta-Kill-Move haben? Das ist nervig. Insta-Kill. Bäh. Insta-Kill Brad! Moment, wo geht das Ding hier dann eigentlich hin? Irgendwo nach oben. Aber an sich finde ich das irgendwie total witzig. Ich weiß nicht, ich mag so diese Art von... Naja, Rätsel. Nennen wir es Rätsel. Und ich mag es aber nicht, wenn das Spiel für mich speichert. Dann bedeutet das meistens Ärger. Ach, hier. Und dann... hier hin und dann fährt er das da hoch. Okay. Ist irgendwie witzig. Ich weiß auch nicht. Ich find's irgendwie toll. Das hat irgendwie Style. So als Mechanik-Rätsel-Dingens. Du schiebst du deine Box und du schiebst deine Box. Jetzt gehe ich da hoch und dann schiebt sich die Box von selbst. Ach, fährt nachher nach oben. Wo ist unser Kumpel abgeblieben? Das verstört mich leider immer noch. Vor allem, was hat diese Löcher ins Dach gerissen? Jesus. Da oben ist eine Kiste. Drop it. Okay. Nimm es. Ja, sei in der Kiste. Alles ist gut. Und Savu. Und Klink. War mir so klar. Gotcha, Bitch. Es soll ja möglich sein, die wirklich... Ich bin doch nicht von ihr getrennt. Erzähl mir doch keinen Mullschnitt. Okay, wo geht's jetzt hin? Also. Come on. Not now. Damn it. Und damn it! Ach du Scheiße. Hoppa!
Hoppla! Achso, hier. Schon ein bisschen Assassin's Creed-ig hier. Spiel, Follow me. I can't. Natürlich kannst du. Hör auf, dich so anzustellen. Lass mich den Kram doch nicht hier zweimal machen. Follow me. I'm sorry. Ich bin mit Sachen beschäftigt. So, schon besser. Ich nehme jetzt auch erstmal weiter auf, das ist mir gerade Wurst. Ich schneide mir das am Ende wieder zurecht. Oh, fuck. Zwei von denen. Ja, brüll's noch lauter! Okay, der eine torkelt da, der andere torkelt in meine Richtung, ja, dammit. Alter, du siehst aus wie Cthulhu! Das ist schon besser. Gotcha! Das war der erste. Und der zweite torkelt darum. Den schlitze ich jetzt auf. Hoppa! Bitch! Aus den Schatten, Trophäe-Dingens! Nice. Out of the shadows. Oh, oh. Noch ein Generator und das hier sieht mir zu sehr nach Boss aus. Ach du Scheiße. Ach, dafür werden wir viele Leichen entsorgen müssen. Probus. Eieieiei. Das Spiel gibt mir jetzt auch nochmal Munition. Das ist, ne? Eine Menge Sturmgewehrmunition, möchte ich nochmal betonen. Bevor ich das Ding jetzt irgendwo hintrage. Da zu dem Generator wahrscheinlich. Wenn ich jetzt mich komplett aus dem Fenster lehre. Aber ich will da nochmal kurz hin. So hier zu dem Ort hier. Genau wegen Kiste. Kiste! Ach du Scheiße. I spy with my little eye. Muss nur richtig treffen. Scheiße, bin ich gut. Oh, scheiße, bin ich gut. Das kam mir nämlich alles ein wenig zu verdächtig vor hier. Man packt das hier nicht nur wegen einer Kiste hin. Kiste schön und gut, nicht? Aber nicht mit dem Schoschmann. Nicht mit dem Schorschmann, denn der Schorschmann weiß es gut. Nicht mit dem Schorschmann, denn der Schorschmann trägt die Kiste. Nicht mit dem Schorschmann. Ich leg das mal ab, ne? Hier, friss Müll! Ja, hier habe ich immer ein bisschen mehr. Oh fuck, ernsthaft? Das ist nicht cool. Wo ist der andere? Da. Okay, nee. Ist das dein Ernst, Mann? Ich konnte nichts tun! Oh, Mann! Ja, ist gut. Ich hab's einmal gesehen. Ja. Danke. Dieser Gegner. Der ist so ätzend. Ne? Jetzt geben wir zwar mehr Platz, aber jetzt geben wir den Ficker noch dazu. Oh, Jesus Christ, ich muss ernsthaft jetzt alles immer wieder tun. Immer wieder die Schleichangriffe. Nee, oder? Oh, leck mich doch am Arsch. Brüll's lauter! Ich glaub's, haben die nicht gehört. Oh. Jetzt muss ich jedes Mal warten, bis die hier vorbeitorkeln. Bis Cthulhu sich denkt, jopp, ich bin durch hier.
Jetzt kann ich auch mal tun, ne? So, hier. Und jetzt ratatatzat. Einmal, ich darf leider nicht rennen, weil er mich sonst hört. Und dann macht das ratatatzat. Und lass mich raten, das Ding muss ich jetzt auch nochmal holen. Hier, das Emblem. Ich sehe es schon wieder in der Distanz, ja. Sturmgewehrmunition, danke. Achso. Fuck it. Achso, das wird gespeichert. Na gut, dass das gespeichert wird, immerhin. Hat mich ja jetzt nur Munition gekostet, die ich eigentlich brauche. Ja, es ist die Frage. Ich habe einen Schuss da drin, aber ziemlich viele hier drin. Ach ja, hatte ich ja. Dann, wie machen wir das jetzt? Wie gehen wir das Ganze am besten an? Ich meine, meine ganzen Kräuter sind an sich wertlos, weil ich sowieso One-Hit sterbe. Und wupp. Scheiße. Nein! Oh Mann! Das ist jetzt ganz großer Bogus. Was? Mann! Diese Stelle ist richtiger Krotz, ey! Boah! Nee! Das kann es nicht sein! Warum jetzt jedes Mal diesen Murks hier wieder mit den Jungs? Oh, nee! Wie dumm! Richtig, gib mir gleich drei Gegnerviecher auf einmal! Halt dein Maul jetzt! Ist Ruhe! Oh! Das ist ätzend, Mann! Da kann ich doch nichts tun! Vom geblendet sein ist ja mit mal der beschissenste Effekt, den es gibt hier, ne? Das haben wir ja sowieso schon. Ich hab grad gedacht, ich hab jetzt verkackt. Ey, wow. So, du kommst jetzt auch her. Halt doch mal still. Du Kackknödel. Wehe, du... Ich wollte gerade sagen, wehe, du siehst mich jetzt. Okay. Zack. Das ist auch immer random, was hier drin ist, ne? Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Hier war immer Sturmgewehr. Nee, hier ist jetzt geil. Hier ist jetzt Erfahrung. Okay, in den Kisten ist also immer random shit. Oh boy. Oh Johnny. Kann ich jetzt noch irgendwas... Ich habe Rauchflaschen. Ich glaube aber nicht, dass mir das was... Das könnte für die anderen beiden helfen. Sekunde. Ich rüste die mal aus. Da ist eine leere Flasche drin gewesen. Da ist fucking Leergut drin gewesen, ey. So. Super, das heißt, dieses Mal habe ich nicht mal Munition gekriegt. Schlicht und ergreifend nur Erfahrung und Leergut. Und... Einmal hier. Nein, 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 nein. Davon darf ich nicht getroffen werden, um Himmels Willen. Ist es tot? Ich glaube, es ist tot. Sieht das Ding mich nicht? Es hat mich aus den Augen verloren. Ich riskiere es jetzt, komm. Das Ding hat zwar eine Milliarde Köpfe, aber... What? Das hat tatsächlich funktioniert! Das hat tatsächlich funktioniert! Ich komme nicht durch. Ich krieg einen Hals. Funktioniert. Wieso funktioniert das?
funktioniert! Das ist ja schon lächerlich! Das hat ja schon. Das ist ja schon Comedy! Comedy Gold! Ob ich jetzt eine Milliarde Punktabzüge kriege, weil ich 10.000 Mal gestorben bin. Wow. Gut, dass das nicht so laut ist. Das hat sich auch so ein Arschloch ausgedacht, ey. Okay, was nun? Ich hoffe wirklich, dass die Saat von Gegnern nicht nochmal kommen. Also, dass er jetzt wirklich Boss-Level war. Let's keep at it. We'll have that old bitch cornered soon. Er macht sich jetzt auch, glaube ich, nicht mehr die Mühe, hier seine Worte zu verbergen, Gandas. Ich meine, ich kann ihn gut und ich kann ihn vollkommen nachvollziehen, den Barry. Aber, ne. Vor allem, habt ihr gesehen? Sie hat das Biest einfach mit einem Stein beworfen. Und es hat schockierenderweise funktioniert. Uh-oh. What now? Jesus! Jabberdabob! My whole life has been a prelude to this. My true birth. Wherever she went, we could still catch her. Nice fucking emergency exit! Down below. I think that's where we'll find her. Time to meet the cause of our misery. You will die, child. Run, 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 run! All that remains is one final test. Alter. Oh Mann, nein. Ich will wissen, wie es weitergeht. Mit die Verwandlung. Metamorphosis. Oh, shit. Episode 3. And. CC. Ich hab so. Och komm. Concept Art. Kopfgeldjäger. Eine Figur. Geil. Och komm, so schlecht. Hab ich so schlecht geschossen? Och komm. So schlecht geschossen hab ich doch nicht. 78? Echt? Hab ich echt so schlecht geschossen? Für einen Schleichangriff und Folgeangriff. Ja, okay, das hab ich hingekriegt. Ziegelstein, gut, sehe ich auch ein. Zweitwaffe, sehe ich genauso ein. Ohne es der Dulga-Tentakeln zu zerstören? Moment. Ohne... Oh.
und durch die Abwasseranlage, ohne dass sie Schaden genommen hat. Alter, komm schon. Und ich habe doch 10 Gegner irgendwo mit dem Messer besiegt. Also. Ja, wir haben ja nur genau 15.000. Okay, das haben wir. Messerstärke. Oh ja, bitte. Alles. Es hat mich alles gekostet. Aber ich habe so das Gefühl, es war es wert. Messerangriffe haben eine höhere Angriffsstärke. Allein das schon. Das wäre auch wichtig gewesen, aber... Ja. Nee, das war's dann für heute. Ich lasse das, glaube ich, als eine Folge. Aber gibt's jetzt... Kriegt ihr mal eine Extra-Large-Folge. Das war's dann auf jeden Fall für heute. Das nächste Mal... Geht's denn weiter... Oh shit, Mann. Da bin ich gespannt, was da noch passiert. C. Das ist die schlechteste Episode, die ich je gemacht habe. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Bye.